Aus über 80 Millionen Deutschen hat Jogi Löw diese 23 Spieler ausgewählt. Das sind die Besten der Besten. 23 Talente, 23 Träume, 23 Hoffnungen. 23 Mann, aber nur eine Startelf. Wer wird gegen Österreich spielen? Eine schwierige Entscheidung. Und die muss der Bundestrainer zum Glück nicht selber treffen. Ich erwarte höchste Konzentration von den Teilnehmern, dass sie auf dem Punkt sofort das umsetzen können. Das müssen sie. Und ob sie im Team arbeiten können. Das Training ist hart, aber alle strengen sich an. Sie fighten für ihren großen Traum, der Traum von der Startelf. Der erste, der sich der Jury stellen muss, ist der erst 38-jährige Torwart Jens Lehmann. Danke, dass du da bist. Ich finde es so cool, dass du gekommen bist, weil das ist so wichtig, dass du uns Deutschland zeigst, dass es Personen wie dich gibt. Du bist echt sensationell. Ein Paukenschlag. Damit hatte wirklich niemand gerechnet. Der alte Mann bekommt tatsächlich eine zweite Chance. Und was ist mit Michael Ballack? Weit über 30 Tore hat er bereits für Deutschland geschossen. Er ist Kapitän und einer der besten Spieler der Welt. Aber reicht das? Danke dir. Ballack hat es geschafft. Er darf gegen Österreich auflaufen. Und was ist mit dem Küken der Truppe? Was wird aus Philipp Lahm? Ich finde deine Power, die du da in diesem kleinen, agilen Körper trägst, bedeutend. Du bist blutjung. Jung genug, um einzustecken, was ich dir zu sagen habe, dass es eben noch nicht reicht. Für das, was wir suchen, ist es das einfach noch nicht. Das Aus für den blutjungen Powerbubi. Aber der 24-jährige Wahlmünchner wird weiter trainieren und als Fußballer arbeiten. Das muss er auch, denn eine anständige Berufsausbildung hat er nicht. Der Kader steht. Die Startelf für das Spiel gegen Österreich ist gefunden. Fast. Denn jetzt fehlt nur noch eine Position. Kevin, genannt Kurani, erwartet sein Urteil. Kevin, beim Tanzen steigst du aus, wenn du nicht weiter weißt. Starlet Express ist okay. Ist das Ende seiner Hoffnungen? Ich kann dir nur sagen, ich freue mich auf morgen. Fast ein Jahr. Kevin hat es geschafft. Er ist dabei. Er darf den Bus fahren.